Programm, wenn ich sie alle angucke, bitte lächeln. Sie machen das schon sehr vorbildlich hier vorne in der ersten Reihe. Auch die Damen da hinten, da denkt man immer, man wird nicht gesehen, gell? Aber ich habe das alles im Blick, wer hier lächelt. Wer nicht, bitte lächeln. Unser nächstes Thema, es geht um schöne Zähne. Auch ein ganz, ganz großes Thema in der Beauty-Industrie. Man denkt ja immer nur zum Zahnarzt, um Gottes Willen. Aber da kann man auch schöne Dinge tun, die wirklich einen nachhaltigen Effekt haben. Gesunde und schöne Zähne dank biologischer Zahnmedizin und neuen Treatments. So heißt unser nächster Talk. Und ich habe die Experten bei mir schon hinter der Bühne. Sind beide super, auch noch super lustig, top kompetent. Ich freue mich auf Dr. Dominik Nischwitz. Er ist Spezialist für biologische Zahnmedizin und Autor. Hallo Dominik, komm zu uns. Einen herzlichen Applaus. Und jawohl. Du darfst es dir noch frei aussuchen. Du kommst in die Mitte, gell, von uns Mädels. Und Funda Simcek, sie ist Zahnärztin und Leiterin bei M1 Dental. Ganz herzlich willkommen. Oh. Jawohl. Schön. Also wir haben wirklich, sitzen Sie schon seit heute Morgen? Das ist aber sehr vorbildlich. Also wir scheinen hier gut zu performen. Super. Finde ich toll. Ich habe gerade schon erzählt, so bitte lächeln. Na, das ist eigentlich das, unser Programm heute. Und man sieht es ja immer, das ist so das Erste. Ich finde, man guckt einen Menschen an, das sind die Augen und einmal lächelt er oder nicht. Also das ist, ich finde das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und es gibt da auch nicht nur beim Thema Beauty, Make-up, neue Trends, sondern tatsächlich auch bei den Zähnen. Das ist vielleicht jetzt nicht so bei jedem sofort auf der Agenda, aber tatsächlich ist es so. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte so ein richtig schönes Lächeln, es soll ein bisschen weiß sein, es soll trotzdem noch natürlich sein. Man kennt die typischen Zahnbleachings, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch schon super weiterentwickelt. Was gibt es denn da, wenn man sagt, okay, ich möchte da was Kleines machen, was schon einen nachhaltigen Effekt hat, dass man wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, bitte lächeln. Also ich würde da tatsächlich auch wieder anknüpfen beim Zahnbleaching, ne? Ja. Weil die, man hat heutzutage mit den entsprechenden LED-Lampen die Möglichkeit, die Dosis von dem Carbamid-Peroxid, also von dem Wirkstoff, so niedrig zu halten, dass es sehr schonend ist. Also wir können sehr schonend die Zähne nachhaltig aufhellen. Wir verkürzen durch diese Lampen auch die Einwirkdauer. Das heißt, es ist für die Patienten schnell und effektiv. Ist das das, was ihr hier, habt ihr das auch hier mit dabei? Das, was wir hier haben, ist tatsächlich nur ein kosmetisches Bleaching. Ja. Weil für das Office Bleaching, dieses Power Bleaching, da muss man wirklich das Zahnfleisch schützen, also da kommt eine Zahnfleischmaske und wird aufgetragen. Aha. Weil das Gel dosiert ist zwischen 20% und 38%, also da muss man dann schon ein bisschen Schutz für das Zahnfleisch mit ein. Und das hält über mehrere Jahre. Mhm. Und da haben sie mehrere Jahre Spaß an ihren weißen Zähnen. Mhm. Wir haben es eben schon angesprochen, biologische Zahnmedizin. Vielleicht muss man das aber wirklich erstmal erklären, was das ist. Also da kann jetzt nicht jeder was mit anfangen. Was steckt dahinter? Ja, ich versuche es zu erklären. Das ist meiner Meinung nach die konsequente Weiterentwicklung der klassisch handwerklich geprägten Zahnmedizin. Die Basis ist Hightech-Handwerk, keine Frage. Bei uns heißt aber das Zentrum Gesund und Ästhetisch, also Health and Aesthetics. Mhm. Und es geht darum zu zeigen, dass der Mund eben Spiegel für die Gesundheit ist. Und gerade im Zeitalter der chronischen Erkrankungen ist eben auch mal wichtig, in den Mund reinzugucken. Und da beginnt eigentlich das gesamte Leben. Und aus handwerklicher Sicht, und die Approbationsordnung der Zahnärzte war bis dieses Jahr von 1954, ist das alles noch sehr, sehr mechanisch geprägt. Es muss halt funktionieren und eigentlich nur mit der Funktion, dass man kauen kann. Und deswegen werden natürlich verschiedenste Sachen integriert, die eventuell nicht ideal sind, wie Metalle, wurzelbehandelte Zähne, aber auch Entzündungen im Kieferknochen. Und bei uns geht es eher darum, okay, das ist der Eingang zu allem und zur Gesundheit. Wir haben hier unseren riesigen Hirnnerv, den Trigeminus, und der kann eben diese ganzen Stoffe auch ins Zentralnervensystem verschieben und eben Probleme im gesamten Körper auslösen. Also es kann so sein, das chronische Knieproblem kommt hier von irgendeiner Entzündung. Wirklich? Ja, natürlich, im Kieferknochen. Und das Wissen ist so nicht da, und habe ich ja für das Buch geschrieben, weil es mir einfach wichtig ist zu erklären, dass gesund im Mund beginnt. Und wir da eben tolle Lösungen heute haben, die absolut feinmechanisch sind, wir überhaupt niemanden irgendwie verstümmeln müssen, so wie früher, sondern wirklich minimal sind, dass sie arbeiten können. Und eben der Fokus bei uns ist absolut Gesundheit. Wie kriege ich dich so gesund wie möglich? Deswegen bin ich Zahnarzt, Heilpraktiker, Ernährungsmediziner, also Gesundheitsnerd sozusagen. Mhm, bei uns genau richtig. Aber ich weiß jetzt nicht, kann man das so einfach erklären, weil wie du das gerade angesprochen hast, wenn man jetzt sagt, okay, am Ende ist es wirklich das Knie. Also wie geht ihr denn vor? Ja. Wie spielt es zusammen? Normal gehst du zum Zahnarzt, sagst, da tut irgendwas weh. Genau. Also genau, so wie du es gerade gesagt hast, der normale Patient geht zum Zahnarzt, weil er dahin muss, weil er einen Schmerz hat. Wir gucken eben
auf dem Röntgenbild zum Beispiel, haben wir irgendwie entzündliche Zeichen an der Wurzelspitze. Da gibt es zum Beispiel eine Entzündung, eine Zyste. Die tut nicht zwingend weh, weil chronische Erkrankungen tut eigentlich nicht weh. Also tut Diabetes weh oder tut Depression weh, meistens nicht physiologisch. Der Zahnarzt fragt einfach nur, okay, wenn er drauf drückt, ist dann Schmerz. Das ist jetzt komplett pauschalisiert und generalisiert. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber wenn da ein Entzündungszeichen an der Wurzelspitze dran ist, dann weiß ich, mein Immunsystem macht momentan, hat dann einen Reiz und reagiert auf diese Entzündung, ist sozusagen im Stress. Und chronischer Stress ist immer die Ursache für alles. Das heißt, aus der chinesischen Medizin wissen wir natürlich auch heute über die Meridiane, beziehungsweise aus der Schulmedizin über den Parasympathikus und den Sympathikus. Und das hat man ja vorher schon gehört. Verschiedenste Stressoren, unter anderem die Ernährung, eure Psyche, euer Lifestyle, aber auch eben Dinge, die handwerklich im Mund installiert sind, können eben dieses System Körper in einen chronischen Stress bringen. Und das Problem an der Sache ist, du kannst dich da nicht raushacken sozusagen, weil es ist halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche installiert. Und wenn du jetzt persönlich zum Beispiel auf ein Titanimplantat allergisch reagierst und die Quelle ist immer drin, dann musst du da einfach eine Unterstützung kriegen. Oder du hast im Mund einfach Amalgam, kennt jeder. Amalgam ist ein schwarzer Füllungswerkstoff, der super funktioniert, ewig hält. Aber da ist halt 50% Quecksilber drin und das ist das giftigste nicht radioaktive Element auf diesem Planet. Ich als Zahnarzt muss es als hochgiftigen Sondermittel entsorgen. Wieso soll ich das bei dir im Mund lassen? Macht ja keinen das Sinn. Das stimmt tatsächlich. Aber das muss natürlich auch wieder unter absoluten Schutzmaßnahmen entfernt werden. Insofern ist es super schwierig für mich, dir das in einer Minute zu erklären, aber es geht mehr darum... Ich wollte es trotzdem fragen. Du musst verstehen, dass der Mund ist nur ein Teil davon und du musst Immunologie verstehen, Toxikologie. Das ist eigentlich funktionelle Medizin und die Studienlage ist halt heute auf unserer Seite über PubMed. Die Informationen entwickeln sich alle... Machen das viele Ärzte? Also ich finde das super spannend. Du meinst so viel Research oder diese biologische Zahnmedizin? Also das ist jetzt ja nicht Standard, dass man in eine Praxis reinkommt, dass das jeder das Know-how sofort hat, oder? Meine Mission ist ja quasi, dass das nächste Level wird. Insofern machen wir Ausbildung und neben mir und Ulrich Volz gibt es momentan 25 international auf der Welt. Wow. Wir haben allein 70.000 Zahnärzte in Deutschland, aber seit letztem Jahr kommen auch alle meine Kumpels aus der Uni, die damals noch gesagt haben, hey Domme, mit dem Quatsch kann ich mal weggehen, das ist alles wu-wu. Ich habe ihnen damals erklärt, ich sage euch, das sind Chemie, Physik, Biochemie, alles naturwissenschaftlich fundiert. Das ist ja wie gesagt funktionelle Medizin. Aha. Und heute sind die alle maximal begeistert, weil die eben neben dem High-End-Handwerk, was da mega Spaß macht, eben halt auch tatsächlich Patienten gesund machen können. Und das ist dieser erfüllende Teil, wo du dann nicht mehr arbeiten gehst und die Patienten plötzlich nicht mehr zum Zahnarzt müssen, sondern die freuen sich auf den Termin, die warten eine Weile lang und dann ist es mehr so ein Gesamtkonzept von Vorbereitung, Prävention, Ernährung, Mikronährstoffe, gerade Vitamin D3, Anti-Aging, Longevity, all diese ganzen Trends. Und ich mache es halt einfach seit 20 Jahren, ja, fast. Wow, also super spannend, ist wahrscheinlich auch abendfüllend tatsächlich. Das eine ist die Gesundheit natürlich. Im besten Fall sind die Zähne schön dann und gesund. Wann merkt man denn, dass man gesunde Zähne hat? Ja, wenn die einfach hart sind. Ein Zahn muss im Endeffekt hart sein wie Granit. Und allein diese weichen Zähne, die ja heute Volkskrankheit geworden sind, auch bei Kindern. Aber wie merkt man das mal, also wie merke ich jetzt, ob ich weiße Zähne habe? Die sind hart, das sagt dir nicht, wenn du aber am Zahnarzt oft bist und Löcher drin hast, dann weiß ich schon mal, okay, das ist nicht so der optimale Zahnsubstanz. Aber generell ist es so, Zähne werden von innen her aufgebaut. Der Körper ist in der Lage, den Zahn hart wie Granit zu machen, aber wenn eben Mangelsituation herrscht, zum Beispiel an Sonne, Vitamin D3, da ist eine aktuelle Studienlage relativ eindeutig, dass Karies und Vitamin D3 mangelt, für alle euch Mütter da draußen, die Kinder mit den Löchern, nicht nur Karies und Baktus, also, sondern es kommt von innen. Nimmt die Kinder in Schutz. Rohstoffe, ja, dass die Zähne sollten eigentlich hart wie Stein sein und so sensibel, dass sie den Haar spüren können. Wenn ihr jetzt einfach eine Entmineralisierung habt, so einen White Spot, wie ja die Karies initial beginnt, dann ist es nicht unbedingt ein Grund, gleich reinzubohren, sondern man kann erstmal gucken, hey, Moment mal, haben wir ein Absorptionsproblem, sind die Leute vielleicht glutenintolerant, glutensensibel, weil das spielt eine riesige Rolle, Leaky Gut-Syndrom und die Zähne, dass eben Stoffe in deinem Magen-Darm-Trakt oder hier innen drin nicht richtig absorbiert werden können und dementsprechend danach auch das Kalzium und die Mineralien nicht in den Knochen kommen dafür und in die Zähne. Zähne und Knochen funktionieren vom Stoffwechsel eigentlich identisch. Wir brauchen im Endeffekt halt Vitamin D3, Vitamin K2, Magnesium, Protein, eine gesunde Ernährungsform. Ich habe ja gesagt, mein Konzept ist das Ernährungsdesign-Konzept, was eben auch das Wort Diät komplett ausgrenzt, weil im Englischen kommt es von dem Wort Diet, da ist Die mit drin, wie sterben. Macht keinen Sinn. Das heißt Ernährungsdesign-Konzept, weil es individualisierbar ist, aber natürlich gibt es Sachen, die man pauschalisieren kann. Und wir operieren niemanden oder behandeln niemanden, ohne das Gesamtsystem zu verändern. Also es ist immer eine Vorbereitung, Ernährungsumstellung, Lifestyle-Umstellung, Mikronährstoffe auffüllen, Makronährstoffe, weil gesund und ästhetisch, dann hast du nachher harte, schöne Zähne und dann muss man erstmal gar nichts machen. Das ist der Idealweg. Wenn man natürlich noch erst ästhetisch machen kann, weiß die Funde auch, dann braucht man eine Funktion. Also es muss auch alles zusammenpassen, harmonieren, weil der Mund auch gleichzeitig sozusagen die Statik für das Gesamtsystem, Wirbelsäule etc. ist. Und Venier funktioniert auch nicht, wenn hinten quasi alles runtergerockt ist. Muss schon vorne
also Ästhetik folgt, egal wo in der Kunst, immer der Funktion. Mhm. Wenn man natürlich dann eben hauchdünne Sachen machen kann, dann kann man das eben kombinieren. Und ich zum Beispiel bin ja auch spezialisiert auf die Keramikimplantologie, sprich, anstatt einen Titan, ein graues Implantat zu installieren, baue ich was Weißes ein, was das Zahnfleisch liebt und kein Mensch sieht es. Das ist auch ein Fall in der aktuellen Cosmetic Dentistry für Zahnärzte drin. Mhm. Das Zahnfleisch wächst fest, das ist einfach ein biokompatibles Material. Wir müssen heute nicht Materialien nehmen von vor 50 Jahren, die handwerklich tun, sondern wir nehmen eben Dinge, die neutral sind, die der Körper verträgt. Und da ist einfach, man muss einfach nur mal die Studienlage angucken und da bin ich ja dran, eben das ganze Wissen rauszuhauen, sowohl bei Zahnärzten, trainiere Zahnärzte, aber als auch natürlich für die Menschen, weil ich denke, so ist das Buch entstanden. Die Information muss da sein und der informierte Patient kann besser auswählen. Und ja, es gibt so viele Leute, die eben suchen. Die Leute zu uns kommen zum Beispiel sehr, sehr häufig einfach aus den USA oder aus dem Ausland. Ganz wenig nur lokal. Extra eingeflogen. Wow. Also Durchschnittsanreiseweg ist über 300 Kilometer. Das heißt, München ist noch unter dem Durchschnitt. Ja, aus den USA, weil die eben eine andere Perspektive haben. Sie ist super chronisch krank, Hochleistungsathleten. Und in der Mitte spielt man natürlich ein bisschen rum, aber mich interessiert natürlich, ich möchte eine 10 von 10 in der Therapie geben, weil mein Ziel ist wirklich optimale Gesundheit und nicht Abwesenheit von Krankheit. Und da muss man nämlich auch in den Mund gucken und da beginnt es halt meistens. Mhm. Auch was man reintut, Ernährung natürlich. Ja, total. Wie geht ihr da vor, wenn ihr jetzt zum Beispiel Patienten habt, die sagen, ich hätte gern alles in schön, wie auch immer, mit Bleachings oder Veneers? Guckt ihr dann auch erstmal, dass da die Zahngesundheit stimmt? Oder ist ein Bleaching für jeden geeignet? Also wie funktioniert das? Deswegen gehört das Bleaching auch wirklich in die Hand von den Fachmännern und den Fachfrauen, weil man vorher natürlich erst gucken muss, sind die Zähne gesund? Mhm. Es darf keine Karies sein, es dürfen keine Füllungen sein, die nicht intakt sind. Dürfen sie nicht reinbleachen, weil der Zahn dann sonst mehr Schaden annehmen würde. Und was er ja vorhin schon auch mit angesprochen hat, wir können auch nicht Veneers bei jedem machen. Ne? Also es muss natürlich erst die Funktion passen, also erst muss der Biss passen, es muss alles stabil sein. Mhm. Da haben wir Gott sei Dank auch die Möglichkeit, heutzutage Erwachsene zu behandeln, ohne da überall Metalldrähte anzubringen, mit Alignern, mit diesen transparenten Schienen, womit wir die Zähne zurechtdrücken können, in Anführungsstrichen. Ne? Also es sind, vielleicht kennt es der eine oder andere von den Bleaching-Schienen, ist eine ganz hauchdünne, transparent gestaltete Schiene, die man auf die Zähne drauf stülpt. Ich habe eine Knirschschiene. So ist ähnlich. Auch super sexy. Wow. Mega. So ähnlich, vielleicht sogar ein Tick graziler gestaltet. Ja. Und man muss diese Schienen alle 2 Wochen wechseln und mit jedem Schienenwechsel kommt man dem Ziel quasi ein Stückchen näher. Mhm. Aber das ist natürlich viel ästhetischer als so ein Metalldraht. Ja. Und außerdem muss man immer noch mit reinrechnen, auch wenn das für viele Wu-Wu klingt, ist es nicht elektrophysikalisch. Haben wir heute hier drin WLAN, Handysendeführung, 3G, 4G, bald 5G. Jedes Metall überall ist eine Antenne. Insofern, man muss heute aufpassen, dass man eben mit Materialien arbeitet, die nicht elektrosensibel sind. Aber da gibt es ganze Vereine dafür, die nennen sich elektrosensible Patienten, die riesige Probleme haben. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass die Info klar wird. Und für jeden Zahnarzt da draußen, besonders wichtig, weil da habt ihr Patienten, die freuen sich auf euren Besuch. Und ihr könnt wirklich, wie gesagt, den Aber das ist nichts gegen euch, aber keiner freut sich auf den Zahnarzt. Doch, bei mir schon. Wirklich? Ja. Bin ich die Einzige hier oder sie lachen auch? Ich bin der größte Schisser. Ich gehe wirklich, muss mich jetzt echt outen, nur wenn irgendwas ist. Gehe nie zum Zahnarzt. Ja, das ist ja das Beste. Das sind die Schlimmsten. Ne? Nee, ich meine, wenn du nichts hast, wenn du die perfekten Zähne hast. Ja, aber dann denke ich mir immer, wenn ich was habe, dann wird es immer schlimmer und dann knallt es. Anstatt dass man es vielleicht vorher schon sehen würde. Regelmäßig klein. Nein, aber ich habe wirklich eine Phobie. Ich traue mich nicht zu zahlen. Ich finde es ganz schrecklich. Genau, das ist eben ein anderes Konzept. Habt ihr auch so einen psychologischen, was man da noch tun kann? Macht ihr so Einhörner-Shishi, wenn man bei euch reinkommt oder so? Nee, also es ist einfach die Vorbereitung, das Wissen, das Interesse, der Fokus, die Suche, was ist dein Ziel? Geh mal davon aus, dass bei dir alles sitzt und ja, passt. Ja, ist ganz gut. Das heißt, du kannst jetzt zur Beauty-Behandlung gehen, zum Bleachen, zum Prophylaxe machen und da gar keine Angst haben. Aber natürlich, was du immer wissen musst, wenn deine Zähne irgendwie einen Mangel haben oder eben weicher und brüchiger, wenn du Löcher kriegst, dann weißt du, okay, insgesamt stimmt nicht. Dann würde ich immer mal gucken, D3-Wert jetzt im Winter bestimmen lassen, hier alle da draußen, lasst mal euren Vitamin D3-Wert bestimmen. Wie bestimmt man das vielleicht? Einfach zum normalen Hausarzt, Heilpraktiker, jemand, der euch Blut abnehmen kann, ja? Und dann bestimmt ihr den Wert 25 OH Vitamin D3, das ist die Speicherform. Vitamin D3. Vitamin D3 ist für nicht nur die Zähne wichtig und für den Knochen, sondern für alles. Ja, es ist quasi an jeder Gentranskription beteiligt, es ist eigentlich ein Hormon. Und es sinkt, weil wir keine Sonne haben. Wir sind eigentlich dafür designt, in der Unterhose am Äquator rumzurennen, wenn man es genau nimmt. Haben uns aber nach Norden bewegt und natürlich mit heller Haut haben wir ein bisschen weniger Sonnenschutzfaktor und können mehr D3 aufnehmen, aber ihr habt keine Sonne mehr. Es geht um den Winkel und der Durchschnittswert ist 30 bis 60 Nanogramm und wir gucken bei unseren Patienten, dass wir
bei 50 bis 70 Nanogramm landen, weil wir dann einfach in der Studienlage ab 30 vermeidet man quasi fast jede Krankheit. Ich habe keinen Bock im Winter eine Erkältung zu haben. Dadurch tune ich mein Immunsystem, mein Nervensystem, mein autonomes Regulationssystem. Ist es also auch so? Ja, kostet ich, auch nichts. Ja, ich habe das mal bei Kindern gelesen, weil man bei Kindern ja auch immer besonders vorsichtig ist am Strand, dass Mütter, ne, die Kinder immer komplett so mit Schutzfaktor 80 ungefähr, dann noch alles an, Klamotten so, bloß Kappe und so, dass eigentlich Kinder heutzutage viel zu wenig oder also aber alle Mangel eigentlich haben, weil fast gar keine Sonne an sie rankommt. Genau, die aktuelle Studie, könnt ihr nachgucken, sind 29.000 schwedische Frauen 2018 untersucht worden und es eindeutig bewiesen, dass nicht in die Sonne zu Melanom führt, nicht in die Sonne gehen zu Melanom führt, indem nicht das, sich gegen die Sonne einzugremen wäre, so wie wenn man in die Disco geht und sich gegen Musik eingremt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man spart das Schöne, aber natürlich sollt ihr keinen Sonnenbrand kriegen und einmal im Jahr in den Süden fliegen und dann wie so ein Krebs in der Sonne rumlauern. Aber der Körper kann in kurzer Zeit, wenn man sich nach und nach anpasst, den eigenen Sonnenschutzfaktor bilden, was braune Haut ist. Und meine Kinder werden niemals eingecremt, weil das auch nicht müssen. Natürlich lasse ich die aber auch nicht 2,5 Stunden im Äquator erstmal rumrennen. Aber nach 3 Tagen schon, das kann man ja dosieren. Ihr wisst, du weißt vielleicht, nach 15 Minuten wirst du im Winter würdest du rot werden. Dann würde ich die Hälfte der Zeit in die Sonne gehen. Wenn du in die Sonne gehen würdest und dann jeden Tag ein bisschen länger und am dritten Tag müsstest du akklimatisiert sein. Mhm. Wenn du aber davor schon einen hohen Vitamin D3-Wert hast durch Supplementierung, geht es noch viel schneller. Und dann die richtige Ernährung mit Lycopen, Polyphenolen, habt ihr noch mehr Sonnenschutzfaktor, so wie eben die Pflanzen auch. Mhm. Insofern, Vitamin D3 und Sonne ist absolut die Gesundheit pur. Ein Muss. Ein Muss, okay. Vor allem im Winter. Ja. Es gibt einen Trend tatsächlich, den haben wir mal rausgesucht, die sogenannten Grills. Da haben wir ein Foto, hat jemand gesehen, die Hochzeit von Justin Bieber mit seiner Hailey, der, also zum Thema Instagram und Stars, die setzen ja gerne mal Trends. Vielleicht haben wir das Foto auch mal hier, was wir einspielen können, das haben wir eigentlich rausgesucht. Ja. Da ist es. Wow, also es ist schon ein sehr spezielles Hochzeitsfoto. Habt ihr tatsächlich auch Leute, die sowas mal, oder bis dieser, oder einer oder so? In Europa ist es noch nicht so verbreitet, aber das kommt ja mehr aus der Hip-Hop-Szene. In Amerika ist es tatsächlich sehr verbreitet, sodass die Kollegen da auch schon Informationen... Aber geht das dann wieder weg? Also hat man das zum Aufstecken. Das hat man dann nur punktuell. Genau. Also wenn es gut angefertigt wird von guten Zahntechniker, dann ist es wirklich... relativ harmlos. Dann ist es ein Zahnschmuck. Ist ein ganz Zahnschmuck, genau. Es wird nicht aufgeklebt, es wird nicht fixiert, sondern wirklich nur drüber gezogen. Dominik, ich sehe in deinem Blick, dass du es auch einfach sehr gerne tragen möchtest. Also ich wollte als Kind jugendlicher Skateboard-Profi werden. Ah ja, okay, als dann ist Skater das und Hip-Hop ist Wu-Tang, weil ich meine Kindheit insofern, wenn ich jetzt einen Grill hätte... Der innere Hipster in dir. Abartig, also ich würde mir sofort einen Grill einbauen. Aber wie sie sagt, das ist was, was man sich als Schmuck einbaut, so wie in den Ring. Wenn das jetzt installiert wäre, 24/7, dann wäre das eine Katastrophe für die Gesundheit. Ja. Mal reinmachen, kein Thema. Mega Spaß halt. Ja. Okay. Soll ja Spaß machen, das Leben, oder? Ja, auf jeden Fall. Noch mehr Spaß macht es immer mit einem Lächeln. Yeah. Also ich merke, du hast dein Buch nicht umsonst. Also wir können hier noch 5 Stunden sitzen. Ich sage an der Stelle vielen Dank. Also das ist super spannend. Vielen Dank. Danke. Ja.